Sonntag, 25. 20 Grad. Es hat geregnet die Nacht, aber jetzt hat es aufgehört. Angenehme Drahtfahrwetter. Guten Morgen erstmal. Radeln sind gepackt. Starten wir gleich. Punkt 9. Wir starten in den Tag. Gleich und los hier früh. Oh. Schöne Aussicht hier. Nee, ich muss da absteigen. Das erste Ding jetzt muss ich gleich absteigen. Hier ist die schöne Aussicht. Hinten der Thüringer Wald. Jetzt schon wieder hoch hier Richtung Hildburghausen fahren wir jetzt 11 Kilometer. Mäh. Ein Kriegerdenkmal, Ersten Weltkrieg. Ja, das schlängelt sich hier immer schön lang des Talhangs, hoch, runter, aber schön zu fahren, super ausgebauter Radweg. Jetzt mal die Werra in Hildburghausen sind wir jetzt. Was haben wir hier? Oh, See. Ein Ententeich und der ist ganz stolz da. Markt Hildburghausen. Vorne ist das Rathaus mit dem schrägen Giebel. Der Markt zu Hildburghausen. Na, hier kommen wir. Die ersten 15 Kilometer weg. Die Sonne zeigt sich jetzt. Wunderbar, Alter. Eberharz. Ja.
Euryd. Trostadt. Grimmel. Alter Schwede. Jetzt hier zum Kloster Vesra. Ich stelle Dinger hier hoch. Eieiei. Kloster Vesra. Hier sind wir jetzt am Kloster. Oh, wir sind jetzt am Kloster Vesra. Eine Veranstaltung hier. In allen Sprachen Liebe geschrieben. Da ist ein Liebeshäuschen mit Herz. Ich weiß nicht, ob man hier was sieht. Ah. Alte Planwagen. Ländlicher Transport und Verkehr. So, kam jetzt ein 5er Eintritt hier, kicken wir uns das alles ein bisschen an. Liebesgrüße aus dem Pferdestall. Liebesgrüße aus dem Pferdestall hier? Ja. Aha. Push. Pferdestall. Aha. Sonderausstellung. Naja, das Vorlesen tue ich jetzt nicht. Ihr wisst ja. Das Wissen will ich nicht selber herkommen. Der Gockel da oben. Jede Menge Erläuterung hier. Das ist doch das Ding für dich hier. Was denn? Hast du eine Postkarte, eine Jahr? Und hast du einen Stempel? Wow. Aus vielen Gründen würde ich gerne bei dir sein. Oh, den nehmen wir doch. So, das ist der Pferdestall gewesen. Das ist im Prinzip hier so ein Rundgang durch den Klostergarten. Auch nicht so überlaufen heute hier, sehr schön. Ich denke mal gegen Nachmittag, was Veranstaltung denn hier? Die Randfichten. Da kommen die Randfichten. Der alte Holzmichel, ihr kennt ihn sicher noch. Hahnkret. Laufen die Hühner frei rum. Back, 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 back.
Oster. Mühle mit altem Mühlrad. Eine Kapelle, ganz schlicht gehalten. So, jetzt sind wir hier im Mühlengebäude. Ja, ob man das erkennt hier, die Räder, sehr dunkel. Mal hoch gehen. Ah. Hier wurde das Korn eingeworfen. Schön. Noch höher. Guten Tag. Guten Tag. Noch eine Etage. Hier hat der Müller geschlafen. Ach nee, das Kind. Hier ist das Ehebett. Schlafgemächer. Und der Dachboden. Die Küche. Porzellan. Ein Sakko und der Ofen. Und noch mal einen Blick aufs Kloster. Sehr interessant hier alle. Viel zu sehen. Klostergarten. Das Gemeindehaus. Das Haus, in dem wir uns befinden, wurde baufällig in den 80ern und 2001 ins Museum hier verbracht. Auf einem LKW für die Kinder hier erläutert. Hier sieht man mal die Bilder von Abbau und Transport. Interessant. So, hier sieht man noch die Aufbauten von den Veranstaltungen, die hier sind tagsüber denn. Staune, dass noch nicht los ist, aber schön erst abends, dann mache ich hier mit Lichtshow. Sehr schön.
Die sogenannte Südklausur. Färber Pflanzenbeet. Sehr schön. Nochmal von der Rückseite. Klosteranlage. Kuckuck. Hier ist ein Modell. Sieht man die richtige die Kirche, aber das Läuten hört man. Klong. 12 Uhr. Oh, noch so ein Ausstellungsraum. Uniform der Deutschen Demokratischen Republik. Ach, vom Grenzgebiet hier, ja. War die innerdeutsche Grenze. Hier aus anderen Zeiten. Wie die Saat, so die Ernte. Lauter Weisheiten hier. Wer will es essen, dann muss auch mit dreschen. Okay. Lauter alte Maschinchen hier. So, das war unser Rundgang durchs Klostergelände von Fessra. Jetzt geht's weiter. Nächster Ort ist ein Thema. Willkommen im Thema! T-Max Möbel! Ja, ja! Geht's wieder über die Bahn. Und weiter Richtung Meiningen.
das ist Thema. Jetzt machen wir wieder die Werra. So ein bisschen breiter jetzt. Bisher ein Spitzenradweg, meist straßenfern, kleine Ortschaften mit Fachwerk und allerlei zu sehen, sehr schön. Ja, einer dieser knackigen Anstiege hier. Man nur sagen muss, sehr gut ausgeschildert der Weg. Braucht man eigentlich ja kein Navi. Ja, der Mais steht auch gut hier. Sehr hoch. Hier gibt es einen Kanuverleih mit Biergarten, war mal, ist nicht, weiß keiner. Sieht ein bisschen verlassen aus. Oh, schönes Plätze. Überall schöne Rastplätze hier. Ja, wie läuft's? Immer geradeaus. Immer geradeaus, sagt er. Sonne kommt jetzt raus. Ja. Spitze. Die Werra bei Leutersdorf hier. Ui, ja. Fachdorf. Das goldene Fahrrad hier im Fachdorf. Bahnhof zu Fachdorf mit Bahnhofsgaststätte. Ganz was Seltenes heutzutage. Bellried. Kermes. Hallo. Bellried. Da fahren wir gleich die Autobahn. Drüben watschelt ein Storch. Weiß nicht, ob man es sieht. Wahrscheinlich nicht. Einhausen. Surfing,
Willkommen in Einhausen. Ein Obermaßfeld. Ein Kinderauto. Fußball hier. Sonntags. Landesliga Thüringen. Uhr. Zu Gast in Obermaßfeld. Über die Werra bei Obermaßfeld, Grimmental. Und da kommt Carsten. Tee! 40%! Oh, hallo! Oh, weiter Richtung Meiningen. Super Wetter jetzt. Wir erreichen Untermaßfeld. Die JVA Untermaßfeld. Sehr alt. Hier steht's auch dran. Läuft. Oh, sehr weitläufig. Wieder über die Werra. Ach hier, komm mal doch nicht rüber. Ist das auf der Seite oder drüben? Drüben, ja. Fahren wir doch rüber. Wir wollen noch in die Altstadt. Schönes altes Auto. Kommen wir in die Altstadt. Oh, das sieht ja schön aus. Das ist die Stadtmauer. Geradezu eine große Kirche. So, sind wir hier am Markt. Das ist gerade eine Veranstaltung gegen Hass und Hetze. Sehr schön. Man merkt ja immer wieder, dass dann auch die CDU oder die Linke, oder wie es auch ist, alle zusammenhalten. Und genau, so, mitten im Meining hier gelandet. John Lennon kommt jetzt. Oh, muss ich da GEMA zahlen bei YouTube? Die ersten Takte. Imagine there is no heaven.
Jetzt seht ihr hier entlang der Stadtmauer, Stadtgraben. Und Meiningen hat in der im Marktbereich eine Alkoholverbotszone, stand gerade ein Schild dran. Sehr schön. Schöne alte Gassen hier. Schloss. Ist gerade ein Rad drin, deshalb ist hier gesperrt. Kommen die ersten. Hier. Klasse. Jetzt hier ins Schloss Meiningen. Oh. Oh. Schloss Meiningen. Schöne alte Werra-Brücke da vorne. Das war Meiningen. Nächster großer Ort Wasungen. Aber da fahren wir vorbei. Hinter uns jetzt müsste der Ort Jerusalem sein. Da oben, sagt Carsten, sind die Golanhöhen. Die Häuser stehen. Und überall diese Hütten hier. Hallo. Einer der Anstiege hier. Erreichen Wasungen, Zentrum des thüringischen närrischen Treibens. Das ist Wasungen. Oh, warum
waren gerade im Eiscafé zur Linde, Eis und Bierchen getrunken. Jetzt geht's weiter, letzten 20 Kilometer. Da ist der König der Berge. Ein Zelt. Willkommen in Schwallungen. Familie Schwan ahlt sich da. Aha. Hanse. Über die Werra. Ja, da vorne ist noch mal Schwallungen mit großer Kirche. Ein kleines Pferd. Bernishausen. Wissen wir. Ah. Die Werra mal wieder. Bernishausen sind wir jetzt. Hier kurze Rast an der Werra nochmal, so 10 Kilometer vorm Ziel. 9,8. Gibt noch ein kleines Kaltgetränk. 9,8 sind es. Und der Weg geht hier wunderbar an der Werra entlang. Abends wird er noch ein bisschen genießen. Der Thüringer fährt erst spät radlos. Gegen Nachmittag füllen sich jetzt die Radwege. Oder Abend. So, weiter geht's. Letzter Ritt, 10 Kilometer noch. Breitungen kommt in Sicht. Jetzt sind wir im Barchfeld. Mal wieder Begleitservice hier. So, die Zelte stehen. Campingplatz Immelborn. Nicht sehr voll hier.
Hier ist so ein See. Wunderbar. Kurz vor 7 jetzt. Jetzt gehen wir noch was trinken, was essen. Wo machen wir das? Wie gesagt, haben wir der Zeltplatz. So, da hinten geht jetzt langsam die Sonne unter.